Vorsicht, du kriegst Fallschaden. Ich krieg wirklich viel Fallschaden. Dann gucken wir mal, wie schnell ich da bin. Es ist. Hier oben sind ja auch noch Ärzte drin. Warum? Ach du Komm ich mit einer Ladung bis drüber? Ja. Ja. Nein, ich fliege diesmal nicht, Du springst. Nee, ich teleportiere mich. So. Den hier krieg ich dann noch. Ich brauche irgendwas, um besser von A nach B zu kommen. Ist ja schrecklich. Wie heißt das Teleportierscheiß? Stuff of Traveling. Du brauchtest du ein Leben in Enderman für. Oder man kriegt ihn aus dem Loopback. Ich glaube, den Rest haben wir noch. Teleport Stuff oder? Stuff of Traveling. Ja. Der Kristall. Willst du einen haben? Ach, ist das schön. Ich rede mit euch und wundere mich, warum ich keine Antworten kriege. Ich bin gemutet. Ike! Willst du so einen Stab haben? Ich hatte ihn aus einer Loot-Chest gekriegt. Ich brauch den nicht. Ich hol ihn ab. Ich bin schon bei euch. So, was ist eigentlich jetzt damit? Wann können wir das hier ersetzen? Warte, bleib. Was? Wo ist da? Hier unten. Da ist der Stab. Wann können wir das Ding endlich mal setzen und benutzen? Wenn es soweit ist. Oh, das Beneath, ich habe extra einen Teleporter gecraftet. Ist das hier die Beneath? Soll das hier denn die Beneath-Insel werden, die hier schon steht? Keine Ahnung. Das weiß ich noch nie, was dort drauf kommt. Ich hätte nämlich sonst jetzt schon mal das Beneath da hingesetzt. Ich will es halt selber noch nicht. Okay. Das. Erstmal Jetpack wieder anziehen. Ich hab den Stab aus einer aus dem Lootback bekommen. Und ich brauch den ja nicht. Da kann man ja auch abgeben. Genau. Wir haben eine Menge Draconium gerade. Bitte schon mal ein bisschen zügiger. Oscar? Anwesend. In unserem System ist Draconium Dust. Den bitte nicht verbrauchen. Das wird jetzt erstmal vermerkt. So und vergessen. Nee, wieso? Ernsthaft. Den bitte nicht verbrauchen, weil der noch für einige Rezepte gebraucht wird. Schenkt dem Melvin jetzt mal meine normalen Seas und immer Hammer. Ich brauche den Mist nicht mehr. Hier, dieses Arschloch-Skelett. Ja. Na. Ja. Ja. Bisschen zügiger unterwegs. Das war auf Speed und hat mich trotzdem noch erwischt. Aber das Skelett ist tot gefallen. Hehehe. Da bin ich schnell. Den Erdloch schenken. Ja, Moment. Ich will erst mal schnell bei Melvin hier was aufbauen. Das
der ein bisschen glücklich wird. Dass der oder du ein bisschen glücklich wirst? Der. Ja. Der hat ja hier noch gar nichts. Insert. Extract. Dann braucht er nur noch Strom. Kriegt er auch gleich. Extract. Insert. Insert. Das da rein. Das da. Was gibst du ihm denn an Strom? Die Solarpanels von dir, die 4 Stück, und die 7, die ich hab. Okay, das wird zwar nicht viel helfen, aber... Weißt du was? Extract. Insert. Falsch. Extract. Dabei. Insert. Energiekabel, hier. Und behalt mal die Solarpanel. So. Ike. Gib ihm gleich anders Strom. Ich leih mir dafür von dir ein bisschen mal eben einen Redstone-Block raus. Was willst du für den Strom bei ihm setzen? Ein Point. Nee. Wir werden niemals den Strom verbrauchen, den wir gerade schon produzieren. Ich würde den jetzt an unseren Stromnetzwerk einfach anschließen. Nee, der soll sich selber halt auch mal dann später so einen Generator bauen. Okay, dann halt nicht. Pascal, du bist zu nett. Außerdem haben wir noch Points. Echt? Wir haben noch einen Point? Oder? Haben wir? Nein. So. Haben wir echt nicht. Das machen wir kurz. Tag hier. Und dann müsste das hier auch loslegen. Wenigstens Breaks. Time to wake up. Ich glaube, ich weiß inzwischen, warum man am Anfang einen Bacon und einen Donut hat. Das ist ziemlich stupide. Ich glaube, weil der Mod-Ersteller Bacon Donut heißt. Warum? Geht dort jetzt nichts rein? Ja, die kommen auch in unser Hauptsystem. Extract. Ach, der kommt nur so langsam hinterher, deswegen. Schlaues Bürschchen. Egal, er hat sein erstes Iron Ore Piece und Silver Ore Piece. Da wird er glücklich sein. Den Rest muss er dann alleine machen. Weißt du was? Ich mache jetzt dasselbe, was du gestern gemacht hast, Ike. Dings öffnen? Hm? Ja, bei der Mini-Insel 1200 Blöcke in eine Richtung und dann kommt dort schon. Nee, warte, Oscar hat noch nicht ein Angel Ring. Ich würde nämlich dann Oscars Jetpack dafür nehmen wollen, um da hinzukommen. Weil ich hab einen großen Ike, einen großen Chance Cube. Ich hab einen von den runden, also von den D20s. Ach so. Ja, du kannst ja auch 9 Stück von den Vashrods übereinander setzen, und also so als 3x3 Block setzen, und dann hast du auch einen großen. Nee, ich meine, ich hab ein Isodrahedron. Gesundheit. Icohasad. Ey, warte, solange ich ihn nicht platziere, ist ja alles in Ordnung. Aber hier, ich habe so einen Chance Cube Scanner, ne? Da kann man ja gucken, ob das ein guter oder ein böser ist. Ich habe so einen. Da, den kriege ich aber wieder. Wenn du den gesetzt hast, müsstest du den nämlich scannen können. Nee, ich will den hier nicht gerade scannen. Dann auf dieser Mini-Insel. Oder halt bei Melvin. Ach so, bei Luna? Naja, meine Insel, die ich habe, die ist jetzt hier hinten bei der Insel raus in Richtung Norden, 1200 Blöcke. Süden meinst du? Ist das Süden? Ja, Süden. 1200 Blöcke? Ja. Erkennt man schon, ist Cobblestone und ein paar Bücherregale.
So, Lapis und Kohle hier rein. So, wie komme ich an Fledermäuse? Musst du bei Alk fragen. Ah, ich sehe die Insel. Ich bin beinahe ja vorbeigeflogen. Normalerweise, wenn Nacht ist, spawnen bei mir unten auf der Plattform immer welche. Die Chance auf das Cube ist 49. Was heißt 49? Bestimmt Prozent. Oh. Wenn ich sterben sollte, kann ich einfach Slashback machen. Ja. Disco Ball. Ja, da kommt auf jeden Fall immer was Gutes raus, nichts Negatives. Oh mein Gott. Ja, er war in Ordnung. Und was kam raus? Ein Emerald, ein Dia, ein Eisen, ein Gold. Ja, das geht. Ich hab nur oh mein Gott gesagt, weil mich als erstes ein Blitz getroffen hat. Arbeitsrisiko. Und ich kenne die Dinger, wenn sie dich mit einem Blitz treffen, heißt es eigentlich immer irgendwas Negatives passiert. Ja, normalerweise. Oh, man steht in der Luft einfach mal herum, wenn man Ike seinen Chance Cube Scan Ding wiedergeben will. Oder du lässt, du verlässt gleich das Spiel. Oh, oder so. Hast du mal kurz ein Buch, wenn ich jetzt mal hier bin? Ein Buch. Ja, hier sind 6 Stück drin in der Kiste. Ein Buch. Dann würde ich gleich. Boah, Buch da. Dankeschön. Kein Problem. Was hast du mit einem Buch vor? Wir ein Lexika Botania machen. Wir haben welche. Hab ich auch. Das kriegst du auch aus Lootbags. Wir haben mehr als eins. Okay. Nö, ich. Ist alles gut. Ich freue mich meines Lebens. Mit dem Mod mit den Lootbags hast du auch nie wirklich was zu tun gehabt. Kann das sein? Nö, überhaupt nicht. Ja, freu dich auf Sky Odyssey, da können die dein bester Freund werden, wenn du eine Razor Farm hast. Weil dann kriegst du Game Over Crates, oder Game Over Loot Boxen. Und das sind dann so Infinity-Scheiß. Genau, dann kriegst du Infinity Upgrades und ich muss das Spiel neu starten. Yay, ich hab das erste Ding hier von meinen Ärzten leer. Schön. Wir haben alle verstanden, was du meinst. Ich hab wirklich jetzt so viele Ärzte. Ich könnte die Maschine eigentlich wirklich erst mal auslassen. Dann mach sie aus. Die ist aus. Ich hab sie schon vom Strom gekappt. Dann, okay. Ich glaube, das wird auch eines der nächsten Sachen sein, die ich für uns zulege, eine konstante Erzproduktion. So, ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe mir auch nie wirklich was überlegt. Wenn ich weiß, wann ich uns eine konstante Erzproduktion baue. Oscar. Wann? Wenn wir eine Colossal, 16x16x16 Colossal Chest haben. Okay. Weil die wird dann einfach dran angeschlossen. Ja, dann läuft das erstmal nicht über. Jetzt bin ich gespannt. Dieses eine Achievement. Dieses eine Achievement, was soll man da füllen? Eine Quantum Storage Unit. Ja. Dann schließt doch das gleich dran an. Und Quantum Storage Unit können nur eine Item-Art lagern. Achso. Dann schließt mehrere davon an. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ich baue mir ein Klo aus Gold.
Was? Ich baue mir ein Klo aus Gold. Das wird dann auch gleich der Titel für die Folge. In meiner Schmelze sind jetzt über 40 Blöcke Gold drin und es steigt weiter. Bei 48 hat es gestoppt und das Gold läuft einfach noch nach. In meiner Kiste habe ich schon 64, 94, habe ich genau 100 Blöcke drin. In meiner Kiste. Wird dann hier am Ende der goldene Schiss? Ne, der bleibt braun, aber das Klo wird Gold. Okay. Geht das Klo da nicht irgendwann auch braun? Es kriegt noch eine Spülung, eine versilberte. 72 Blöcke. Das macht meine Schmelze gar nicht mit. Alter. Lass dir von Oskar eine Schmelze bauen, eine größere. Ja, darf ich? Ich muss erstmal gucken, wo ich die nächste Schmelze hinhaben will. Ja, der markier mir einfach ein bisschen und dann mache ich das. Die wird dann von Höhe 1 bis 265 hoch. 96 Blöcke, ich glaube, mehr passt hier nicht rein. 96 nur? Ja, so groß ist sie halt nicht. Also, wie viel haben wir da drüben gehabt? 1200? Ja, aber das waren Ziert, die darfst du anders berechnet. Ja, trotzdem war das. Dann fangen wir mal an. Ich würde dir das morgen früh anzeichnen, wo du mir eine hinbauen kannst. Und dann kannst du dich gerne austoben. Gerne. Jo, das war alles an Gold das erste Mal. Ey, kommt wieder online, hat er einfach deine Schmiede wirklich von Höhe 1 bis 265. Ja, so hoch muss sie nicht sein, aber... Die sollte so hoch sein. Hier ist der Gerät. Die einfach, hat einfach eine Innenfläche von 9x9 und dann 265 hoch. Ich muss jetzt halt mal gucken. Hier ist der Generator. Weil dann muss ich die Lavaproduktion nämlich auch umbauen. Aber das stört mich nicht. So eine Schmelze 8x5 ist, reicht das ja, geht das auch, oder? 5, ich weiß. Das Ding ist, das ist scheißegal, wie du die baust. Mehr oder weniger. Okay, dann habe ich dir hier ein Loch gezimmert. Alter, ich lese mir gerade mal die Regeln zu dem Projekt hier durch und ich finde eine Regel sehr gut. Schadenstubes in der Overworld öffnen. Dafür gibt es den Nether und das Deep oder das Deep Ernsthaft? Dark. Habe ich dein Wort vergessen? Scheiße. Also, wir haben nie gegen die Regeln verstoßen. Stimmt. Ich geh gleich drauf. Es laggt schon wieder. Oder? Nein, doch, es hat sich gefangen. Ich weiß nicht, wohin mit den Erzen. Ja. Aber weißt du, wie dumm ich wirklich vorhin geguckt habe, als ich auch den Melvin umgebracht habe? Das glaube ich. So. Ich hau halt zweimal mit meinem Rapier drauf. Wo ist Melvin hin? Das passiert halt im Eifer des Gefechts. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er nach zwei Rapier-Hits schon weg ist. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, aber er war ja komplett ohne Rüstung. Das ist beim Rapier egal, der ignoriert Rüstung. Ja, dann hat er kaum Herzen gehabt. Also, ja. Nach 4 Hits würde ich Oskar töten. Ja. Was ist maximale Bauchhöhe? 55 oder 56 Eik? 256 ist maximale Bauhöhe. 200, okay, da haben wir noch ein bisschen Platz. Aber so hoch möchte ich die Schmelze nicht haben.
Warum denn nicht? Nee, das muss schon ein bisschen hier dazu passen. Die ist halt jetzt 8x5. Da kann ich nämlich, zwei Blockausgüsse und zwei Ingot-Ausgüsse. Da macht sie doch direkt 8x8. Nee, das passt dann hier wieder nicht zum Bild. Jetzt war ich ins Loch. Weil die direkt bei den Tiergehegen mit hinkommt. Und wenn ich den Generator dann noch ein bisschen höher baue, kommt der, schießt der auch hier aus der Decke raus.